Willkommen zurück zu Starsiders, liebe Zocker und YouTuber. Ich bin gerade solo im Blockade Runner Event unterwegs mit meiner Conitaurus. Ich habe schon ein paar Kisten Prola Tralala dabei. Die habe ich schon in der letzten Folge einem Piratenschiff abgeluchst. Und jetzt holen wir uns noch eine zweite Fuhre, hoffe ich. Und dann gucken wir mal, ob wir damit nicht ein bisschen oben an dem Counter was ändern können. Bis jetzt sind ja 0 von 1000 SCU abgegeben. Gucken wir mal. Habe ich irgendwelchen Schaden genommen? Nee, ich glaube nicht. Keinen Schaden genommen. So, Reach Targets Location. Zeta Prolanit Location. Small reicht uns. Small ist vollkommen ausreichend. Mehr wollen wir gar nicht. So, wir gucken mal, was wir da... Kurzer Waffentest, jawohl. Was wir da finden. Irgendwas hat mich schon entdeckt. Da ist schon das erste Spielerchen. Was ist es? Es ist tatsächlich eine Cutlass Black. Wollen wir als erstes die Cutlass Black wegpusten, weil die ist garantiert unangenehm. Wir könnten natürlich mit Raketen... Oder wir nehmen den da, der gerade an uns vorbeigeschossen ist. Das kann man natürlich auch machen. Was für ein Fuchs. Das ist keine Black, oder? Das ist was anderes. Na? Unangenehm. Au. Was ist es? Er ist irgendwas Kleines. Bam. So, das war nochmal Enemy Nummer 1. Wer ist das? Das ist die Cutlass Black. Aber wir haben noch andere Schiffe da. Irgendwo haben wir noch andere. Oder? Nee. Da ist der nächste. Okay, wir machen erstmal den Kleinkram platt. Das ist... Oh, nee, das ist die... Nee, das ist okay. Alles gut. Das ist eine Buccaneer. Die nehmen wir. Buccaneerchen. Die Cutlass lassen wir uns bis zum Ende. Damit wir da nicht zu weit wegfliegen, wenn wir die anderen ausgeknipst haben. Ich könnte natürlich mal mit den Raketen hier schießen. Warte mal. Warte mal, wo habe ich denn die Raketen konfiguriert? Nee, das waren sie nicht. Was waren die Raketen? Ich weiß nicht, was die Raketen waren. Was war der Knopf für die Raketen bei mir? Wer kann es mir sagen? Also nicht was die Standardbelegung, sondern was der Knopf der Raketen bei mir. Ich weiß es nicht. Okay, wir machen es erstmal. Ganz, warte mal, das war der Missile Mode, ne? So. Da hast du, mein Freund. Pam! Hat ihm das gefallen? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher, ob ihm das gefallen hat. So, das hat ihm nicht gefallen, würde ich behaupten. Und jetzt zu dir, mein Freund. Du bist ja die ganz normale Cutlass. Nö, nö. Brauchst du den gar nicht hier. Ich will ja nur deine Ladung haben. Die ist natürlich sehr... Was jetzt schade ist, sie war jetzt sehr, sehr instabil, inaktiv. Bis ich sie angeschossen habe. Sie ist... Oh, sie ist explodiert. Shit. Okay. Naja, gut, vielleicht finden wir trotzdem ein bisschen Ladung. Scanning. Sehen wir was? Ich fürchte, da haben wir alles zerstört. Kann das sein? Schade. Schokolade. Echt? Haben wir da alles zerfrenzelt? Sieht danach aus. Wir gucken trotzdem mal vorsichtshalber mal rein. Da muss man echt aufpassen. Ja, da ist doch was drin. Da ist doch was drin. Ist doch was. Ist da was drin? Ich sehe das nicht.
sitzt da aber drinne oder nicht? Kann man schlecht sagen. Aber eigentlich müsste es der Scanner sehen, oder? Eigentlich müsste es der Scanner sehen. Das sieht mir sehr kaputt aus, muss ich sagen. Aber der Scanner sieht nichts. Also ich behaupte, das Ding ist leer. Ja, da ist nichts. Seht ihr. Also, ich fürchte, das haben wir zerstört. Schade. Was ist das da unten? Das ist wahrscheinlich noch eine Rakete, die da rumfliegt. Ja. Gut, also dann fliegen wir aber noch einen anderen an. Haben die schöne Fracht zerdeppert. So, warum kann ich den nicht anspringen? Weil wir uns. So, jetzt. Muss man echt aufpassen, was man da zerlegt. Wir müssten eigentlich auch aufpassen, weil das Zeta Pro Zeugs, die der Tralalit, was hinten drin in meinem Laderaum ist, das hat ja einen Counter, einen Timer. So, also den hier versuchen wir noch und dann geben wir das Zeug, was wir da drin haben, aber ab. Zip. Quantum Drive ist off. Schöne Ladung kaputt gemacht. Ich meine, es ist ja nicht sicher, dass wenn man so ein Schiff abschießt, dass die Ladung auch drauf geht. Aber es ist wahrscheinlich, dass ein Teil drauf geht. Und ich wahrscheinlich habe ich jetzt so viel kaputt gemacht, dass alles drauf gegangen ist. Schade, Schokolade. Deswegen schieße ich auch nicht mit Raketen auf die Cutlass. 17, 16, 15, 14. 13. So, wir gehen runter auf die Bremse, damit unsere Schilde angehen. Das ist das Wichtige. Wir gehen in den Missile Mode. Wir gucken, was wir da aufgeschaltet haben. Das ist die Cutlass Black. Die wollen wir nicht mit Raketen bekämpfen. Wir fliegen näher ran und gucken. Wir wollen nämlich eine. Jetzt hat das Tag. Wir wollen den dann. Den wollen wir. Hat er das Target acquired? Ist es nicht. Jetzt. Was pflichten? Nö, nö. Yay! So, ganz, wir gehen. Ich mach dich Krankenhaus. Ja, und ich auch gleich. So, das ist die Cutlass, oder? Was ist das? Ja, das ist, glaube ich, die Cutlass. Da müssen wir aufpassen. Man muss aber auch sagen, es ist erstaunlich, wie lange so eine Cutlass durchhält. Ich mache ganz kleine, ganz wenig Schüsse. Die zappelt schon, wie man sieht. Ja, okay, sehr gut. So, das ist die Cutlass. Wo sind die anderen? War das alles? Das war alles. Ja, das war alles. Komm, hinter. So, diesmal vielleicht ein bisschen näher ran, da müssen wir nicht so weit fliegen.
So, 800 Meter, ganz locker, ganz easy. Das sieht sogar aus, als wäre sie an der Seite offen. Bin mir nicht sicher, ich sehe gar nichts. Ah doch, ich sehe da, warte mal. So, lass gucken. So. So. Ordentlich geparkt. Ja, noch ein bisschen runter. So. Ich würde sagen, so können wir das machen. Dann gehen wir mal die Beute einsammeln. Ich hoffe, diesmal ist was übrig geblieben. Da. Ach, ich mache mir als Pirat. Na, ich bin ja gar kein Pirat. Ich mache eigentlich. Ich mache ja. Ich bin ja. Ja, ich mache ja die guten, ich mache das gute Werk, vollbringe ich ja. Ne? So, komm mal her, mein Hübscher. Erstmal das Dingens runter. Cargo Bay. Licht, ich sehe nichts. Ah. Ist das Ding offen? Ja, sehr gut. So, wie ihr seht, ist da schon Zeta Prola Dingsbums drin. Ja, das brauchen wir nicht. Das eher. So, oh, da, ich sehe es schon grün leuchten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau so habe ich mir gestinkt. Ah, jetzt müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen, dass wir das, warte mal, vielleicht hinten aufmachen. Wobei, das hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Ist da, 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 da. Mach da einfach die Augen auf. Uah. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So habe ich mir das denkt. Tü, 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 tü. So, und dann mit dem Zeug hauen wir dann ab. Da wollen wir gar nicht weiter unser Glück herausfordern. Wir machen allerdings mal Folgendes. Wir... So. So. Damit das auch alles reinpasst, ne? Nein. Obwohl, wenn es oben drauf passt, dann noch besser. Komm. Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, ich bin ein Naturtalent. So, next. Kann man da von hier aus ran? Nein. Gehen wir lieber hinten. Hinten ran. So, ich weiß nicht, wie lange Zeit. Also, die haben noch 47 Minuten. Ich hoffe, die anderen Kisten, da müssten wir gleich nochmal den Mauszeiger draufhalten, wie lange die so brauchen. Na. Na. Ja, ungefähr so. So, der hat noch... Ne, das sind 11,8 Meter. Boah, 27 Minuten, alles gut. Ich dachte, noch 11 Minuten könnten ein bisschen knapp werden. Das war aber nur die Entfernung. In Meter. So, einer hat schon 48 abgeliefert. Ich hoffe, ich werde eine ähnlich gute... Weiß ich nicht, ob wir 48... Ne, 48 schaffen wir nicht. So, Nummer 2. Und beim Ausladen, da kann man tatsächlich den Traktorstrahl von der Taurus benutzen. Und hin. Aber das Einladen hier ist ein bisschen fusselig mit dem Taurus-Traktorstrahl. Nein. Na, komm doch mal her. Komm mal zurück zum Onkel. So, so, ja, 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 ja. So. Und jetzt noch. Schawupski.
Ja, die zwei noch. Komm raus da! Komm raus! Ja, danke. So, jetzt müssen wir aufpassen, wie wir die jetzt unterbringen. Das müssten, was müssten das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind das hier 16er? Nee. So. Und die letzte. Und dann lassen wir uns von der Raumstation abschießen, weil da lungern ja auch NPCs und wahrscheinlich Spielerpiraten rum. Mal gucken. Da müssen wir schnell und geschmeidig müssen wir da rein in die Raumstation. So, sehr gut, das war's. Wir gehen an Bord. Zip. So, und machen das Ding zu. Keine Ahnung, wie viele es sind, aber wir haben ein bisschen was an CETA dabei. Why are you standing out? Why not? Oh Gott. Also das ist schon wieder so eine Sache, ne? Wenn jemand vor dem Hangar rumlungert und dann sagt, warum stehst du da? Warum nicht? Naja, das ist schon eine Sache. Ja, wir haben so ein bisschen CETA dabei. Sorry for your ship. Ah, das klingt schon wieder ganz, ganz toxisch, muss man sagen. Stop, Brew. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Deliver Xeta Prolonite. Dahin wollen wir. Hurston. Und ab dafür. So, ich bin gespannt, ob wir das Zeug abgeliefert kriegen oder ob wir einem Spieler zum Opfer fallen. Ich glaube nicht, dass wir einem NPC zum Opfer fallen. Hab ich denn hier unten hingesprungen? Da müssen wir hin, richtig? Ja. So, wir sind da, wo wir sein wollen. SCN, Flight, okay. So, wir gehen in Schnellflug ran. Ich sehe nicht, wo wir genau hinfliegen. Ah, da sind schon Schiffe. Wenn ich mir den Chat so angucke, der sieht nicht gut aus. Sorry for your ship, bro. Ja. Angenehm. Oh, shit. So. Einfach bremsen. Habe ich eigentlich... Ich habe Landeerlaubnis angefragt. Wo muss ich hin? Da, natürlich direkt zu den Piraten. Natürlich muss ich zu den Piraten. Wo ist das? Oh Gott, was ist denn hier los? Übersicht. Ich lasse dir grüßen. Übersicht. Nein. Ah, Bremse und rein da. Uiuiui. Und runter. Mach zu. Das war eine interessante Landung, oder? Hinein, Kachel Schepper. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, ist okay. Hui. So, da ist der
Ach, wir starten nochmal. Wie einer 1 ist er gelandet, unser Flaggy. Als hätte Mami es mir beigebracht. So, sieht das gut aus? Ja, das sieht gut aus. Ist es aus? Open Exterior ging irgendwo. Open wir jetzt the Exterior? Ja, sehr gut. Da ist irgendwas explodiert. Aber das ist mir egal, die Tür ist zu. Ich würde mal sagen, das war eine ordentliche Landung, oder? Komm, lobt mich mal. Sagt mal, dass das eine tolle Landung war. Für meine Verhältnisse. Für meine Verhältnisse. So. Power. Sehr gut. So. Wo... Da ist die Ladung. Praktischerweise habe ich den Aufzug unten lassen. Sehr gut. Aber das macht ja nichts. Das kriegen wir trotzdem da rein. Ja. Ich use Extreme Caution. Und wie ich Extreme Caution use. Ne, das war nicht so gut. Vielleicht sollten wir erstmal den oben holen. Es könnte schon eine ganze Menge sein, was ich da eingesackt habe. Na, ich wollte den da. Na, her damit. Ach, das war geil. Das muss ich sagen, das war ein geiler Gameplay-Loop. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht viel Kohle damit mache. Aber alles an und für sich hat die Sache gut funktioniert. Sogar mit ein bisschen Nervenkitzel. Dead. Ja, komm. Kann man da oben noch drauf stapeln? Geht das? Ja. So. Das ist da auch. Na. Na, nur. Ist da noch. Ja, den da noch. Nein, den anderen Mensch. Vielleicht fliegt mir die Taurus in die Luft. Hör auf, da rumzuspacken. Komm her. Ups, Schepper. Mhm. So, jetzt haben wir da hinten noch so ein paar kleine. Den da noch. Ich habe eine ganze Menge eingesagt, muss man sagen, oder? So. Und die letzte. Glaube ich. Warte mal. Nee. Passt die da hinten rein? Wenn nicht, muss ich mit dem Handtool. Ich muss mal mit dem Handtool nachregulieren. So. Ich gehe mal kurz mit dem Handtool. Ich muss ja eh aussteigen. Bin gespannt, wie viel das ist. Wenn das 16er Container sind, habe ich bestimmt. Ich würde sagen, 50 sind das, oder? Ich habe jetzt nicht nachher geguckt. Runter! Du sollst runter! So. Handtool.
kann es da oben drauf packen, bestimmt. Oh, man merkt, dass das Ding ein bisschen schwerer ist. Ja, 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 genau. So. So, ich würde sagen, das war's. Dann schauen wir mal, was die gute Geschichte hier sagt. So, wir haben insgesamt. Steht hier nicht. Warum steht es da oben nicht? Wie viel da drin sind? So. Das steht hier auch nicht. Warte mal, da steht's ja. Nee. Time remaining. Ich deliver einfach mal. ...48 hat er jetzt. Oben rechts seht ihr es. 128. Na, Fleck. Ich würde mal sagen 50, 60, 70, 78, 80. 80 Tönnchen. Also 80 SCU. Sehr hübsch. Ich muss mal sagen, da habe ich mich ja eingebracht. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Aha! Freunde, das war ein erster Ausflug hier mit dem Blockade Runner Event alleine. Und ich hoffe, dass wir das im großen Stil mit der Stolpertruppe tatsächlich machen können. Mit ein paar dicken Schiffen und vor allem mit viel Kampfkraft, um die großen Ziele anzugehen, die man vielleicht jetzt schon sieht. Ich weiß es nicht. Guck mal. Small. Medium gibt es da jetzt. Die habe ich in der im PTU nicht gesehen. Das wäre dann halt auch mal eine interessante Sache. Werden wir alles ausprobieren? Ich sage. Danke fürs Zusehen, euer Mr. Fleck. Tschüssi.